Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Shelter. Oh yeah. Und heute habe ich gerade meinen Timer aktiviert, damit ich es nicht verkacke und die Folge irgendwie scheiße rauskommt. Und da fällt mir spontan ein, ich muss noch mein Handy auf Flugmodus setzen, sonst ist das Kacke. So, Tag 3 von hast du nicht gesehen? Hat jemand von euch die Wochen gezählt? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall ein paar Wochen haben wir jetzt durch hier in Fallout Shelter. Vielleicht auch Monate. Jahre würde ich jetzt nicht behaupten. Aber lange haben wir schon durchgespielt. Apropos, es ist bald ein Jahr her, dass Fallout Shelter rausgekommen ist, ne? Und der Tag beginnt wunderschön mit einem Angriff im Depot. Wo ist meine Feuerwehr? Okay, die Feuerwehr steht ganz gut. Vielleicht kann ich ihr den Weg abschneiden. Okay, jetzt ist eh zu spät. Wo versteckst du dich denn jedes Mal? Sie Lord. Guckt's euch an! Der versteckt sich hinter dem Computer. Na gut. Jetzt ist die Plage ausgebrochen. Silord fragt mich, was da, was ist mit den 360 Unterricht für dich? Was für ein Unterricht? Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Achso, 360! Ich hab gerade an die Xbox gedacht. Ja, Silord, es sind 2 Tage vergangen, ich weiß gar nichts mehr. Mein Kopf kickt alle Informationen aus meinem Kopf raus, die er nicht braucht, und das war die 360. So. Dann wollen wir mal. Ja, erstmal müssen die Kakerlaken verschwinden, dann wollen wir, auf jeden Fall. Ich möchte heute definitiv. Definitiv. Eine Lunchbox erhöhen. Und du, Herr werter Kollege, bist fertig mit E, ne? Funny Face. Warte, den Kommentar hatte ich doch hier irgendwo. Funny Face. Wolltest du Ödländer werden? Oder wolltest du einfach irgendwo rein? Ach, das war der! Ah. Ich weiß. Funny Face, du wolltest ja, oder dir war es egal und ich hatte dich, glaube ich, bei Nuka-Cola reingepackt. Entweder das oder du wolltest in die Nuka-Cola-Fabrik. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du durch. Stimmt. Da hatte ein Punkt gefehlt und den wollte ich unbedingt machen, ne? Den wollte ich unbedingt machen. So. Dann gehen wir da rein. Hier holen wir auch mal unsere Daumen nach oben ab. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir natürlich auch einen Daumen nach oben geben. Das freut mich immer sehr. Ich sitze immer auf der Arbeit wie so ein kleines Mädchen und gucke mir so immer meine Videos an. Ein Like! Noch ein Like! Das freut mich immer. Also liken gefällt mir. So, eine neue Person kommt rein und eine Frau, genau das, was ich wollte. Und somit können wir die anderen Level erstmal abholen. Da ist noch einer maximiert, habe ich gesehen. Frei, Stärke. Ich vermute mal, wenn ich dich zu fassen kriege, dass du da rüber gehst. So, 10. Ja, Silot, das funktioniert leider nicht. Aber du kannst mir auch gerne 100 Euro geben. Das ist gleichwertig zu einem Like. So. Erstmal sammeln wir hier alles ab. Boah, das ist das Nervigste am Tage, wenn wir das Zeug einsammeln. Das sage ich euch. Ich hab hier überhaupt keinen Bot. Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich frage mich jedes Mal, warum geht mir das Right Away aus? Wenn ich es nicht einsammle, ist es logisch. So. Dann widmen wir uns mal. Cool. Diesen 3 Gebäuden, die hier fröhlich vor uns herblinken. Wir beginnen ganz links. Kriegen erstmal unsere nächste Metallrüstung. Gucken, ob wir schon die nächste bauen können. Das wäre nämlich cool. Dann kriegen wir auch sogar den Auftrag. Unser neuer Auftrag lautet, sammle 21 seltene Outfits. Und dafür kriege ich ein Mr. Handy? Das ist einer der billigsten Quests, die ich je gesehen habe. Okay. Wisst ihr noch, was ich gerade gesagt habe? Uns fehlt ein Mr. Handy. Und was haben wir da? Ein Mr. Handy. Schicksal, Leute.
Okay, Silot hat entschlossen, mich meine Folge doch zu liken. Gut, schade. Über die 100 Euro hätte ich mich auch gefreut. So, weiter geht's. Wir kriegen heute ein Mr. Handy, das freut mich. Verkaufe Waffen und Outfits. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir definitiv hin. Ich glaube, wir kriegen heute alle drei Quests hin. Gut, sehr schön. Kommen wir zur Waffe. Zack, die wollte ja gerne der Silot haben. Deswegen darfst du sie haben. Das ist die stärkste Nicht-Feuerwaffe. So eine Laserwaffe, die wir haben. Sieht eigentlich fast gleich aus, ne? Ja gut, das eine hat einen Griff und das andere hat einen Scharfschützengriff. Ja gut. Wieso nicht? Ist eine kleine Veränderung. Und auch alle an YouTube. Ja, ich bin wieder rückfällig geworden. Ich weine auch jedes Mal nach einem Schluck. Wieso bin ich rückfällig geworden? Energy Drink ist mein Leben, Leute. Ich kann nichts dafür. Wer bist du? Achso, ganz normal. Okay, der gehört in den Raum. Alles gut. Wieso hast du die Kleidung an? Achso, okay. Weil er im Ödland war. Ich verstehe, alles ist gut. So, Freunde, ich dachte schon, meine Frau hat eine Glatze bekommen. Es ist soweit, ich drücke drauf und somit gucke ich in den Chat. Und den ersten, den ich sehe, der schreibt, dass er zum Friseur will, der geht. Speck, jetzt möchte, dass ich irgendwo nachschaue. Na, Leute, wer will zum Friseur? Jetzt seid ihr dran. Ich warte nur auf den Augenblick. Und währenddessen... Na, Silot. Silot war zuerst, Freunde. Silot war zuerst. Es tut mir leid. Er hat reagiert. Er hat reagiert. Sogar in einem vollständigen Satz. Also er ist als allererstes angekommen. Und sogar mit einem vollständigen Satz. Also, Leute, ihr hattet Zeit. Er hat vier Wörter geschrieben. Vier Wörter hat er geschrieben. Er hatte vier Wörter Zeit zu reagieren. So. Dann darfst du jetzt auch in den Level 2 Friseur. Ich weiß, er war schon mal drinne. Allerdings war das nur beiläufig, weil wir noch nicht auf Level 2 waren und er möchte gerne seine normale Frisur haben. So, Madame, geh nach Hause. Warte. Wo ist Ihre Mütze? Leute, was für eine Mütze haben wir meiner Frau gegeben? Wir haben ihr doch so dieses... Warte kurz. Ist das möglich, dass sie die Brille trägt und deswegen nicht die... Okay. Okay. So willst du es tragen? So nicht. Ich habe ihr die Mütze umsonst gegeben. Seitdem wir finden doch ein schickes Outfit für sie. Ja. Gut. Wir lassen das erstmal so stehen. So. Silot möchte den Bart weghaben und eine Narbe durchs Auge. Durchs Auge eine Narbe. Ich glaube, so ist gerade grammatikalisch richtig. So? Ist das so? Kannst du die Narbe sehen? Das ist eine Narbe, ne? Was für Narben haben wir noch? Oder die Narbe? Ah, die sieht man noch schlechter. Du weißt doch bestimmt, welche Nummer das war, die du möchtest, ne? Komm, wir machen das so. So ist doch auch gut, oder? So, ich muss kurz jemanden bannen. Die andere. Okay, nimm mir die Nummer, Silot. Nimm mir die Nummer. Warte, ich gehe jetzt einmal kurz einmal rum. Gibt's viel hier, ey. Also. Wir haben hier eine Narbe mit 15, die sieht man kaum. Hier haben wir eine Narbe, die geht hier so durchs durch die Nase. Und Gesicht 17 geht hier durchs Auge. Die zweite. Das ist keine Nummer, Silot. Das ist keine Nummer. Gut, eine 2 ist eine Nummer. Ich weiß schon, was du meinst. Aber es ist nicht die Nummer, die ich hören möchte. Nummer 17.
Gut, wir sind auf Nummer 17. Und damit bist du confirmed. Und da. Da rennt er los. Gut. Wir werden angegriffen. Das ist ja perfektes Teil. Siehst du denn aus, Alter? Holy shit. Wieso ist es dunkel? Hä? Freunde. Immer wenn wir um 20 Uhr aufgenommen hatten, ist die Sonne runtergegangen. Und jetzt ist es plötzlich dunkel? Spielt das irgendwie nicht... Doch, 20 Uhr. Ja. Geht das nicht nach Realtime? Geht das nach Realtime, Leute? Irgendwas ist da halt tot. Ach so, ja. So eine Geldverschwendung. Ihr müsst noch besser werden. Obwohl, du bist schon 50. Ihr seid beide 50. Was kackt ihr denn so schnell ab? Ja klar, die Rüstung. Logisch, aber... Ich hab derzeit keine Power-Rüstung. So, das ist schon mal eine Waffe mehr. Und dann kümmern wir uns gleich auf jeden Fall darum, dass wir den Mr. Andy bekommen. Nee, Devrin hat's geschafft. Aber wieso bist du jedes Mal unter Pascal online? So. Dann wollen wir mal unsere Quest lösen. Jetzt kommt mal hier angerannt, Leute. Kommt mal angerannt. Crazy. Sieht sie echt gut aus. Also die Kleidung, die sie trägt, nicht. Weil das sieht irgendwie so aus, als wäre sie fett. Wenn sie so eine dünne Taille hat und plötzlich hat sie so eine fetten Beine. Ganz komisch. Der sieht aus wie der Vater aus Fallout 3, ne? Der Torbild. Naja, erstmal Sonja zurückschicken. Guck mal, Sonja, was du alles gefunden hast. Das war doch ein wunderschöner Abend. Oder findest du nicht? Ich finde schon. So. Muss ich irgendwie Klamotten sammeln? Ich glaube schon, ne? Ja, ich muss noch 45 Klamotten sammeln. Gut, dann klicken wir alles weg, bis wir alles weg haben. Was bist du denn so hübsches? Flammenwerfer 16 haben wir mindestens gesagt, ne? Es ist maximal 16, was wir hier sehen. Arm weg damit. Alles weg damit. Oh, das könnte für meine Frau ganz gut kommen, oder? Müssen wir gleich mal gucken. So. Alles dämliche Waffen, die kein Schwein braucht. Tut mir leid, Sonja, aber... Die müssen alle weg. Aber du hast ganz schön viel gesammelt. Wenig Geld, krass viele Sachen. Rostiger Alien Blaster, not bad. Megatron 4000. Gemeines grünes Monster. Nice, nice, gefällt mir, gefällt mir. Ach, da steht ja noch ein Mr. Andy. Dann haben wir noch zwei Mr. Andys, ne? So. Eigentlich musst du zum E trainieren, ne? Da ist auf jeden Fall noch ein Platz. Oh, da musst du, musstest du E trainieren? Weiß ich gar nicht. Ein Level noch, das heißt, morgen hast du es geschafft. Das heißt, heute lassen wir dich noch in der Vault. Du bist sowieso nicht so wirklich glücklich, ne? Sonja, heute werde ich dich persönlich glücklich machen. So sieht's aus. Silot. Ich weiß. Ich finde nur legendäre Sachen. Ja gut, ich nicht, aber Sonja. Sonja ist eine ganz gute. So, was haben wir denn? Nein, das wollte ich nicht. Wir haben gerade 20 Sachen gefunden. Gut. Heute müssen wir doch nochmal ran auf die lange Tour. Morgen können wir es endlich wieder langsam angehen lassen. Also, schnell. Schade, nicht so viel gefunden. Okay, direkt mal weiter. Der nächste hier. Killer 2.0. Komm. Gib mir den geilen Scheiß. Oder auch nicht. Gut, mit Level 35 kriegst du noch nicht den geilen Scheiß. Ich weiß, ich weiß.
Lugapuga ist auch noch nicht Level 50. Wieso braucht ihr alle noch so lange bis Level 50? Wieso hatte ich überhaupt noch Leute, die nicht Level 50 sind? Was habe ich denn gemacht? Haben wir es jetzt endlich geschafft? Ja! Halleluja! Oh, geschafft! Erhöhe Luck von 20 Bewohnern. Unten haben wir 6. Da können wir 4 reinpacken. 2 Tage. Das heißt, 5 Folgen insgesamt, ne? Du, Tevin, ich weiß nicht. 12 Stunden ist schon verdammt lange. So, jedenfalls haben wir es geschafft. Da können wir auch gleich mal den ganzen anderen Kram hier machen, ne? Und wir verkaufen jetzt den ganz normalen Scheiß. Ich weiß, wir wollten da Laborkittel. Auch Laborkittel eigentlich. Kann ich nicht einfach darauf drücken und dann behalte ich das? Ja, dann scheiß drauf. Wir finden schon besseres Zeug. Oder wir bauen unser eigenes Zeug. Das ist noch besser. Ach, King Julian läuft noch. So. Verkaufe Waffen oder Outfits. Check. Sehr schön. Irgendwelche Billigsachen und... Rache des Technikers. Nice. Und was mit dem anderen? Mit Sammle... Wir haben doch gerade verdammt viele seltene Sachen gesammelt. Ihr habt doch gerade seltene Sachen gesammelt, Leute, oder? Hä? Okay, weißt du was? Wir machen die Lunchbox auf und werden wir sehen, was dabei rauskommt. Och man, ich hab mich gefreut und da kommt so eine scheiß Uhr. Ich so, ja! Und dann kommt das. Komm, jetzt bin ich traurig. Herstellen! Ach, stelle... Ach. Oh Gott! Ich muss sie herstellen! Oh! Oh! Das macht mich jetzt schon fertig. Oh Gott! Jetzt bin ich ja noch deprimierter. Danke, Leute. Ich war gerade wegen der goldenen Uhr deprimiert und bin jetzt noch deprimierter, dass ich sie herstellen muss. Ja, Silot, mag sein, dass ich sie für viele gute Sachen brauche, aber ich könnte die Uhr auch einfach weglassen und stattdessen eine gute Waffe bekommen. Was hältst du davon? Das ist doch mein Übrigens besser, als extra sich die Mühe zu machen, so eine scheiß Waffe zu bauen, wenn man sie doch geschenkt bekommen kann. Naja, welche Karte ist das jetzt? Die vierte? Fünfte? Ich weiß es nicht. Ich... Jetzt kann ich sehen. Okay, das war wohl nicht die fünfte. Das war wohl nicht die fünfte. Okay, ich klicke einfach drauf. Ich gucke mich hin. Es hörte sich jetzt nicht übelst gut an, aber es hörte sich gut an. Also nicht schlecht, aber gut. Es ist ein Gegenstand. Ich habe die Augen zu. Ich sehe nichts. Es sind Klamotten. Es muss eine blaue Klamotte sein. Also es muss nicht, aber ich vermute mal, es ist eine blaue Klamotte. Es ist ein verbesserter Strahlenschutzanzug. Das sind 500 Kronkorken! Das war die letzte Karte. Warum? Okay. Ja, jetzt bin ich deprimiert. Vorher war ich schlecht drauf, wegen dem ganzen Kram, jetzt bin ich deprimiert. Ja, das war wohl nichts. Gut, wir müssen seltene Waffen herstellen. Wie viele müssen es sein? Und ich sage auch noch, das ist die billigste Quest, die ich je gesehen habe, ne? Stelle 21 seltene Outfits her. Ich habe da mindestens 2 bis 3 Mal raufgeguckt. Und ich habe nicht gesehen, dass da Stelle her. Ich habe einfach nur die 21 gelesen und Outfits. 21 Outfits, denke ich. Ja, cool. 21 Outfits sammeln, das kriege ich hin.
Gut, gut, gut. Schicken wir erstmal ein paar Leute zu Luck. Wo ist Luck? Hier unten, ne? Luck. Gut. Wie viele haben wir jetzt da? 2, 6. 6 Stück sind da drinne. Jetzt müssen aber hier noch 4 sein. Nein, nicht da. Apropos da. Wie lange brauchst du eigentlich? Was? 11 Minuten? Wozu habe ich euch eingestellt? Damit ihr scheiße langsam seid oder was? Was ist das? "29 Minuten?! Das stimmt mit euch nicht! Seid ihr alle so scheiße, oder? Gott. Ach Gott! Oh Gott! Es ist so grausam. Es ist... Okay. Lass uns zumindest versuchen, dass es auf 20 Minuten runtergeht. Ein Versuch ist es wert. Verteilen ein paar Laborkittel. Da siehst du 18 Minuten schon. 18 Minuten, nur durch so ein paar stinknormale Laborkittel. Allerdings müssen die unbedingt Intelligenz trainieren. Das geht gar nicht, Leute. Wir sind auf 10 Minuten runtergekommen, das ist nicht schlecht. Not bad, Alter, not bad. Und das ist bad. Wir kriegen das hin, Tobi. Wir kriegen das hin. Ja, Silot, mag sein, dass es easy ist, wenn man 21 Werkstätten hat. The fuck? Das ging schnell. Okay. Komm. Wer von euch will zum Friseur? Ich gucke in den Chat. Es ist wieder soweit. Es ist Friseurzeit. Es hat sich gereimt. Ich weiß. Auch wenn Zeit auf Zeit sich reimt, es ist ein Reim. So. Dann gehen wir wieder zurück. Ich habe gar nicht gesehen, dass das so kurz ist. Speckles! Speckles. Wir gucken erstmal nach Speckles. Wo ist denn der gute alte Speckles? Der alte Hauding. Le Speckles. Le Speckles. Tut mir leid, Speckles, du musst noch einmal erkunden. Dann nehmen wir als nächstes den Niki. Der Niki. Wo ist der Niki? Wollte schon was anderes sagen, aber ich sag Niki. Hast du nicht ins Baden? Doch, da. Maximale Stufe erreicht. Nice, man. Gut. Tu einfach mal so, als könnte man dein Gesicht unter der Maske sehen. Ich verstehe, warum du zum Friseur willst, aber... Du hast doch überhaupt gar keine Haare. Was willst du denn da frisieren? Komm mal runter. So. Ja, Speckles, es tut mir leid. Wir haben derzeit zu wenig Spartner, zu wenig Ödländer, deswegen bist du derzeit immer unterwegs. Weißt du, andere freuen sich einen Keks, wenn sie unterwegs sind, und du? Du bist traurig deswegen. Also willst du jetzt zum Friseur, Niki, oder nicht? Was ist denn... In der Packbox? Was für eine Packbox? Du meinst... Du verwirrst mich, Niki. Niki, du verwirrst mich einfach zutiefst. Okay, okay. Niki will auch nicht. Er zieht deine Rüstung wieder an. Und ich nehme den nächsten, der sich gemeldet hat. Dann gehen wir hier nach oben wieder. Das war zu weit. Okay, der nächste, der sich gemeldet hat, war Chris. Warst du nicht auch unterwegs? Chris Fee. Nee, im Fitnessraum ist er. Und sogar maximale Stufe erreicht. Ganz knallharter Typ, du. Ein ganz knallharter Typ. So. Geh mal da rein. Sonja. Was machen wir mit dir? Pass auf. Du gehst einfach mal hier runter. So, ein bisschen Arbeit wird dir gut tun. Und du bleibst irgendwo in der Nähe. So, Chris. Schauen wir mal, was du für eine Frisur möchtest, ne?
Chris, wenn du anwesend bist, dann ist es an der Zeit, deine Frisur auszuwählen. Ich gehe hier einfach mal durch. Von 1 fange ich an. Wir haben hier die 1. Merk dir einfach die Zahlen, die du haben möchtest. Und dann werden wir so deinen Typen bauen. Wenn die Farbe kannst du mir auch erzählen, der Haarfarbe. Das ist ja gar kein Stress. Oh, es gibt ziemlich viele Frisuren. 24. So. Frisur 11. Okay, gut, das war einfach. Frisur 11. So, Chris, du musst mir doch die Haarfarbe erzählen und auf jeden Fall die Behaarung. Kann ich gerne nochmal durchgehen. Fangen wir natürlich bei 1 an. Vielleicht hätte ich rückwärts gehen müssen. Das sind verdammt viele Gesichter, ne? Also für alle gerade bei YouTube oder für alle Zuschauer gerade auf Twitch, merkt euch schon mal eure Ziffern. Dann haben wir es nicht beim nächsten Mal leichter. Dann schreibt ihr euch einfach auf, was ihr haben möchtet für eine Nummer. Und dann ist gut. Dann erleichtern wir uns alle das Leben. Bart keinen. Okay. Ohne Bart will er haben. So. Nur Frisur und blond. Okay. Ist das gelb oder blond? Es ist blond, oder? Ich guck mal, ob es ein anderes blond gibt. Ja, das ist blond, oder? Ich glaube, das ist blond. Das ist blond, ne? Ich warte auf eure Bestätigung. Gelb. Man muss dazu sagen, zwischen Twitch und dem, also zwischen dem, was ihr seht und dem Chat, liegen auf jeden Fall ein paar Minütchen. Also willst du das Gelbe, Chris, oder willst du dieses hier? Ich weiß es nicht. Speckles, ja, ich habe den Timer gestellt, wir machen noch 3 Minuten. Oh Gott. Das dauert mir zu lange. Das ist blond. Fertig, ne? Das hier, okay, gut. So, dann haben wir es geschafft. Okay, ich würde sagen, die letzten paar Minuten verbringen wir damit, noch ein paar Namen zu benennen. Und dann gehen wir direkt mal auf meinen kleinen Notizzettel. Ich weiß gar nicht, habe ich... Ultrixen sagt mir etwas, deswegen glaube ich, habe ich den schon. Vielleicht sollte ich auch mal die Leute wiederbeleben. Ist vielleicht mal ein Anfang. Ultrixen habe ich, soweit ich weiß, ne? Ich war mir da heute nicht so sicher, deswegen habe ich die jetzt noch so gelassen. Ultrixen habe ich, gut, perfekt. So. Dann fehlt mir nämlich natürlich der Niklasa 6. Soweit ich weiß. Yep, der fehlt. Dann packen wir ihn rein. So, ich habe jetzt ganz alte Kommentare drin, die ich von Leuten, die ich übersehen habe, deswegen packe ich sie jetzt hier rein. So, Niklasa 6. Was möchtest du denn werden? Ich wette, du möchtest hier arbeiten. Komm. Niklasa 6. Perfekt. So, sehr schön. Wir gucken mal, wie lange es beim Friseur dauert. 58 Minuten. Also ich würde sagen, auf YouTube könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, wie eure Frisur ist, wenn ihr schon in der World seid. Also von den Nummern her. Und ich werde das Offscreen gerne für euch machen. Und dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Und wo ist mein Chat? Da ist mein Chat. Gut, der nächste ist... Luna habe ich reingemacht, ne? Als die erste Frau, die gerade dazugekommen ist.
Luna. Luna ist drin, ne? Ja. Level 1 Fitnessraum. Sehr schön. Dann haben wir den Pisser. Habe ich Pisser Player geschrieben? Ich habe Pisser Player. Er ist ein Pisser. Sorry, Pizza Player. Ich habe irgendwie Pisser Player geschrieben in mein Notizbuch. Sollte natürlich nicht Pisser Player heißen, sondern Pizza Player. Und Pizza Player muss natürlich in der Nuka-Cola-Fabrik arbeiten, um irgendwie Nahrung herzustellen. So habe ich das geschrieben, der Pisser Player. So habe ich jetzt das auf meinem Notizblock da hinten stehen. Aber es heißt natürlich der Pizza Player. 661. Sehr schön, fertig. Sie Leute, gar nichts dafür, dass ich das geschrieben habe. Es war aus Versehen. Es war wirklich aus Versehen. Und ich frage mich eine Sache. Habe ich etwa den Nugget vergessen? Habe ich den Nugget vergessen, der in jedem meinem Projekt seltsamerweise vorkommt? Jetzt mal echt. Wenn ich irgendwas aus Zufall bestimme, ist plötzlich der Nugget immer dabei. Ich glaube, Nugget war ein Spartan, ne? Nugget war ein Spartan. Gut. Hat mich ein bisschen verunsichert. Pizza Player. Ach nein! Doch, ich hab Pizza Player geschrieben. Der Pizza Player, ja. Ich hab der Pizza Player geschrieben. Egal. Meine Dev steht. Sie Lord? Verdammt! Renn! Renn um dein Leben! Okay. Bleib! Bleib um dein Leben! Aber Maulwurfsratten sind schon eine harte Nummer. Schafft ihr Maulwurfsratten, Leute? Bin mir da nicht so sicher. Das sieht cool aus. Ah, er dreht sich einmal. Ah, tatsächlich ein 360. Du. Nicht der 360, für den ich gehofft habe, aber es war ein 360. So. Würdet ihr bitte irgendwie verschwinden? Ich kann den Pusa Player, oder was habe ich geschrieben? Pusa Playser. Nicht umbenennen, wenn die Leute hier rumrennen. Ist ein bisschen blöd. Jetzt kommt. Da ist nichts mehr zu holen. Ja. 12-mal right away. Wie sieht's endlich aus hier? Habe ich die jetzt eigentlich da unten alle reingesteckt bei Glück? Ne, bei Glück ist immer noch niemand. Okay. Zack. Zack. Das sind schon mal zwei. Ich weiß, dass hier welche rumlaufen, die in der Kaffeepause sind. Ein paar sind gut, ja. Du gehst auch nochmal hoch. Der Killer ist schon mal in der Nähe, das ist gut. Der Killer ist immer in der Nähe. Du nicht. Du definitiv nicht. Ach, wegen des Unfalls. Nein. Gibt's doch nicht. Alter, jetzt beweg dich! Mann! Finger? Genau. Und du bleibst auch hier. Zwei Stück noch. Einmal der Tobi. Lieber Tobi, kommen Sie bitte hier hin. Nein, nicht dahin. Ich habe aber gerade gesehen, dass du Intelligenz auf 10 hast. War aber nur purer Zufall. Bin ich mal ein bisschen eh. So, du musst eigentlich Stärke trainieren, weil du kurz davor bist, Stärke auf 10 zu kriegen. Aber sind wir uns ganz ehrlich, ich werde sie sowieso gleich losschicken. Ich werde sie wieder beleben. Ich bin total neidisch auf dich, Silot, du. Ich bin total neidisch. So, erstmal den. Nee, da steht Pizza Playser.
Also, Pizza. Ich habe zuerst gedacht, ich habe Pusa Blazer geschrieben, aber nein. Pizza Player. Oh, ich hoffe, das war richtig. Ja, Sonja, wir haben ja noch eine Folge Zeit und weil wir noch eine Folge Zeit haben, wie zum Teufel sind 10 Minuten vergangen in der kurzen Zeit? Egal, ich weiß es nicht. Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder. Wir haben 35 Minuten schon voll. Eigentlich wollte ich bei 30 Minuten so den Cut setzen, weil 30 war eigentlich das Maximalste, was ich so in eine Folge reinquetschen wollte, weil 30 Minuten sind eigentlich schon verdammt viel Zeit. Wenn man bedenkt, dass ich eine halbe Stunde Mittagspause habe. Gut, ich habe noch eine halbe Viertelstunde Frühstück und ich packe das beides zusammen, so dass ich 45 Minuten habe. Aber währenddessen kann man sich easy eine Folge reinziehen. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Natürlich geht's im Stream gleich in die nächste Folge. Und was wir morgen machen, das erfahrt ihr wohl erst morgen. Außer die im Stream. Also kommt ihr auch in den Stream. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.